zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Herzlich willkommen. Vielen Dank für eure Kommentare und für eure Abos. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr seid weiter standhaft und dann machen wir auch gleich weiter mit. Ja, wir befinden uns hier im Sumpf. Ich darf noch mal kurz gucken. Ich weiß, es ist die Samstagsausgabe. Hier rechts von mir, also da in der Richtung, liegt schon mal ein Schätzelein. Oh, ihr wisst wieder, was das bedeutet. Dieser Ring, ja, ich fange immer samstags an, beziehungsweise ist Quatsch, mit der ersten Aufzeichnung für die Viererfolge, jetzt neuerdings, fange ich jetzt dienstags meistens an. Und jetzt müsste es klappen, ja genau, richtig. Und dann kann ich jetzt auch schön die Sumpfgastronen hier, die hören sich übrigens lustig an, ich bin jetzt mal ganz still. Herrlich. Dann haben wir hier noch die nächste. Ja, ich könnte die auch mit Bogen, aber dann hat sie mich schon. Ja, dann hat sie mich schon mehrmals vergiftet, als ich schießen könnte. Gut, okay, hier gibt es sehr viele Pflanzengeschichten. Pilz habe ich auch schon gesehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier das Kreuz ist. Ah. Natürlich klar, dass da viele, viele Dröhnchen noch da sind. Ah, das dürfte hier. Ja, hier ist es schon mal. Werden wir hier angegriffen? Ja, da ist noch eine hier, die mal so um die Ecke lunzt. Ich habe einen richtig schönen Trank noch. Willst du jetzt oder willst du jetzt nicht? Okay, beide. Denke, habe ich ja wieder genug. Schusch. Na, und nochmal. Okay. Okay, trinken wir mal was. Oh, da kommt wieder die nächste an hier. Ich habe nicht ganz zu Ende trinken können, weil da die nächste kam. Jo, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Bolzen, noch mehr Bolzen. Könnte das sein, dass hier noch eine Armbrust liegt? Wenn denn hier Bolzen liegen? Nö. Aber dafür ein Elixier der Heilung. Und eine Truhe. Dann grabe ich erstmal hier rum. Jetzt die Feuernessel, Heilkraut, okay. Schauen wir mal, was uns hier verborgen bleibt. Oder was wir hier aufbergen. Patsch. Nun mach mal. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Honigtabak. Amulett der Priester. Alte Steintafel. Aha, Amulett der Priester. Gucken wir mal, ob das wieder so das mit der Kaste ist. Muss man jetzt immer kurz gucken. Also, Amulett der Priester. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Was haben wir noch? Nochmal Amulett der Priester. Also habe ich schon mal zwei davon. Und drei davon. Gemeinsam sind wir stärker. Also, drei Brüder. Das habe ich jetzt. Hier habe ich drei Brüder, also die drei gleiche. Was mache ich jetzt damit? Ist das Pen and Paper oder Klick oder Klack? Oder wie ist das jetzt zu verstehen? Muss ich mal überlegen und probieren. Vielleicht kann ich sie alle drei auf einmal anlegen. Also dich erstmal, also du erstmal weg. Dich anlegen? Nö, dich anlegen. Dachte, das ginge dann zusammen. So, alle drei zusammen. Geht aber nicht. Ja. Gut, das wird sich bestimmt noch irgendwo klären. Dank entweder meiner eigenen Erfahrung, die ich dann irgendwann mal kriegen werde. Oh, 116 Pfeile, 10. Oder vielleicht ein Kommentar. Ja, es wird wieder dunkel hier, ne? Ja. Und 10 nach 8. Heilkraut. Schauen wir mal, was in der Richtung noch liegt. Okay. Oh, hier kommen mal ein paar Sumpfrädchen ran. Okay. Und ich höre wieder eine Sumpfgasdrohne, die aus welcher Richtung kommt? Na? Ah, wohin? Beziehungsweise aus der Richtung, wo ich eh geguckt habe. Bam, 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 bam. Bärchen. Oh, ich höre was. Schwarze Warane und kräftig grünen Waran. Aufpassen, machen, dass ich hier nicht zu sehr an Lebensenergie verliere. Das heißt, wir werden mal kurz essen.
So, weiter geht es. Es wird wieder dunkel hier. Jetzt muss ich noch mal aufs Kärtchen gucken. Ja, okay, dann ist da hinten auch was. Ah, hier geht es irgendwie rechts rum. Geht hier irgendwo noch rechts rum und dann wird mir was angezeigt, was so aussieht wie ein Gebäude. Oh, ein Ork-Stammeskrieger. Gut, dass ich gespeichert habe. Das heißt also, werden wir hier wohl noch auf mehrere Orkis treffen. Ach, hier ist noch mal so eine ein Portal. Stammeskrieger. Ich speichere mal ab. Yep. Dann werde ich mal mein Wäffelchen ziehen. Okay, ich kann rennen. Ah, da hinten war noch was. Schauen wir mal. Ja, okay. Okay, er kommt da mutigen Schrittes an. Okay, das könnte klappen. Okay, mit ein bisschen Verschnitt hätte ich beinahe gesagt. Des Lebens haben wir es geschafft. Ach, ich traue mich auch noch den anderen zu nehmen, der hier eigentlich noch sein müsste. Nee, da ist was anderes. Da ist ein kräftiger Varan. Nee, dann ist sie doch was. Ja. Gucken, ist hier noch was in der Ecke? Doch. Da oben. Oh, gleich zwei. Hä? So was Beklopptes ist jetzt aber auch. Ach, zwei? Nicht nur zwei, es sind drei. Aber die machen ja immer den Moonwalk auf der Stelle. Ach ja. Gucken, ob wir das irgendwie ausnutzen können. Kann ich eigentlich schon hier? Nein, immer noch nicht. Was bekloppt das jetzt auch? Feuerpfeile. Weiß nicht, ob das was bringt, Leute. Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Kommt der da einfach so auf mich zu? Das Zweie? Das sind alle. Nee, das wird nichts. Bleibt nicht hängen. Der hatte voll gezittert, der Roland, der Arme. Naja, dann machen wir erstmal hier den warnenden Waran. Ach Leute, sorry, dass ich jetzt die Blätter vor den Augen hatte. Okay, der warnende Waran ist jetzt gewesen. Und dann dürfte da hinten auch noch einer sein. Wo ist er denn? Ah, da hinten. Er warnt auch schon, der warnende Waran. Was nur ein grüner Waran. Noch ein. Oh! Ein schwarzer Waran. Den haben wir jetzt auch. Okay, ist ein bisschen dunkel. So, jetzt bloß nicht zu nah an der Treppe. Weil da gibt es nämlich ganz. Irgendwas knetert hier noch. Da unten. Die Sumpfratte, ja Gott. Ach ja, die Sumpfratte. Ich weiß, es ist zu dunkel. Ich möchte am liebsten hier irgendwo noch pennen können. Aber das wird wohl nicht. Erstmal hier nicht möglich sein. Okay, dann werde ich mal speichern. Und dann gucke ich mal, ob ich was machen kann mit der Eiswelle. Erstmal ein paar. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss erstmal was essen. Beziehungsweise was trinken. Dann könnt ihr auch gleich mal sehen, wie wenig ich an Getränken habe. Ja, dann versuche ich mal die komische Strategie Eiswelle. Da sehr, sehr viele Orks hier sind, werde ich erstmal ein paar auf mich ziehen und mal gucken, ob man die irgendwie draußen einfrieren kann. Müssten mehr auf dem Pulk sein. Das wäre dann gut. Dann bitte sehr draufhauen und hoffen, dass keiner nachkommt. Okay. Okay. Okay, da haben wir auch noch einen. Oh, das sind doch ein paar. Hier ist auch noch einer. Okay, haben wir jetzt alle weg? Die wir erstmal eingefroren haben? Ja, haben wir. Okay, speichern erstmal. Und dann gleich mal ausrauben. Oh yeah. Die hatten Nicht wir zu ja plündern. natürlich.
Okay. Rüberspringen zu dem anderen. Ja, die haben schöne viele Sachen. So, war noch einer hier, genau richtig. Ach ja. Oh, diese Riesenblätter hier, das nervt. Bisschen von der Sicht her. Oh, was hast du denn? Leichte Wunden heilen und Fackeln. Krallen und. Nicht zu plündern. So haben wir jetzt alles hier. Haben wir jetzt alles hier in diesem kleinen Mini-Schlachtfeld denn alles aufgehoben? Fragezeichen. Das sieht so aus. Ja, Blauflieder können wir mal kurz mitnehmen. Okay. Die hatten wir vorhin schon gemacht. So, speichern nochmal. Die Agro-Musik ist auch noch am Laufen. Mana habe ich auch noch aufgefüllt, damit ich wieder für die letzte Eiswelle wieder genug habe. Vielleicht. Na, da hinten ist noch dieser Trompek, ne? Oder wie heißt der? Tromposch. Da mal eine Tromposch. Oh, guck mal. Der ist natürlich der gefährlichste. Hm. Gucken wir mal, was haben wir hier? Ach, hier ist noch so einer. Oh, jetzt werden alle wieder munter. Wie viel kommen sie? Okay. Da, hallo? Wo laufe ich denn dahin? Oh, was durcheinander. Okay, wollen wir mal ein bisschen Verwirrung stiften? Okay. Ach, eine Sumpfratte hat sich auch noch dazu gesellt. Okay. Und auf geht's. Mhm. Alles voller Eiskristalle. Und Sumpfratte ist auch noch. Gibt's noch was Eingefrorenes? Nein. So, Herr Ober, ein Cocktail bitte. Das war ein lustiges Orkgetränk on the rocks. Orkblut on the rocks. Wow, okay. Ja, das waren ja die ersten. So, jetzt haben wir dann. Hä, jetzt sind da bestimmt noch was. Nicht zu holen. Ist auch schon alle. Jetzt haben wir noch ein paar hier drinne. Dann werde ich mal wieder speichern. Die Eiswelle ist leer. Dafür habe ich mal noch einen einzelnen Eisblock geladen und mal gucken. Ach du liebes bisschen, guck mal. Kommt der Trompost da an? Na, kommt der? Dafür passt er mir erstmal ein Blitz aus der Ferne. Ah, jetzt kommen die anderen an. Ah, Trompost hat sich irgendwo in der Ecke verkrochen. Okay. Sogar ein Ork-Häuptling, der richtig gut ist, der überhaupt keinen Schaden einsteckt. Nur ich. Hoffentlich kann ich den irgendwie mal einfrieren, den einen da. Den Häuptling, ihn hier. Aber dann, das ist zu nah. Dann wird der Trompesch da. Der wird dann aufmerksam und dann. So. Scheiße. Dann gucken wir mal weiter, ob wir ein bisschen den Häuptling herauslocken können, ohne diesen blöden. Warte mal, auf der Seite vielleicht. Ah, scheiße, jetzt hat er wieder seine Waffe gezogen. Eine Eislanze oder seine Blitzgeschichte. So, wen haben wir denn hier? Kommt jetzt der Wolfgang, der Häuptling raus. Ja, er kommt raus. Weil der ist so richtig spitze. Los. Was war denn das? Weiter geht's mit dem Eisblock. Und ich versuche jetzt den Wolfgang, den Häuptling rauszuholen. Den Wolfgang-Häuptling, richtig. Das ist der Schimpanse, der Schimane, der Schimpanse, der Schamane. So. Ich will aber nicht den Schamanen rauslocken, sondern den Herrn Häuptling. Da ist er. So, der bewegt sich jetzt auf uns zu. Dann holen wir ihn mal ein bisschen raus. Wir dürfen den nicht hier am Berg einfrieren, denn dann würde ich den Berg ein. Wieso ist denn der jetzt allein? Wieso kommen da nicht mehrere? Aber besser ist das, glaube ich. So. Sehr schön. Häuptling. Los. Häuptling zerkleinern. Crushed. Ork-Eis.
Wow, sehr gut. So, kommt noch irgendwas auf uns zu? Oder ist hier noch was? Nee, hier ist nur eine Crush Tarach. Oh, okay. Ja, dann speichern. Ja, und wie soll ich denn die nächsten jetzt hinkriegen? Das ist eine blöde Sache, das. Gute Zauber. Oh, jetzt geht das wieder mit diesem Ring los. Da ist er. Ich habe hier Unbesiegbarkeit noch zusätzlich angelegt. Das Übelste ist ja, wir haben ja da hinten noch den, noch mindestens, das ist der Schamane. Ich habe heute ein Problem, ein Wort mit Schamane, ne? Okay, er kommt auf mich zu, das bringt nichts. Und noch ein Stammeskrieger ist noch da. Übelst, ich brauche eine Kategorie. Brauche eine Kategorie mit dem Namen Entfernung. So. Haben wir den jetzt so weit rausgeholt hier, dass wir den Stammeskrieger hier. Ja, den haben wir so weit rausgeholt, dass wir den Stammeskrieger raus. Wo ist seine. Ja, seine Crush ist hier. So, den konnten wir rauslocken. Jetzt weiß ich nicht, wie die Rechnung jetzt ist da hinten. Ob da noch der Schimpanse. Ich bin so aufgeregt, dass ich hier mich selber noch abschneide im Sound. So. Renne ich jetzt zu dem hin und hau den einen rüber mit dem Risiko, dass da irgendwo noch ein anderer Ork ist. Ich springe mal hier rüber, um irgendwelche Sichtwinkel zu kriegen. Sehe ich auch nicht. Da ist nämlich noch Wand. Ich riskiere es jetzt einfach. Ich hau jetzt rein. Ach, der ist sogar. Okay. Jetzt macht dieser Roland wieder diese langen, ausholenden Übungen. Hier habe ich doch gar nicht gewollt, aber dafür ist er hier nicht. Wow. Und hier ist der vierte Fokusstein. Ich glaube, dass es der vierte ist. Und hier ist niemand mehr da. Ein Glück. Okidoki. Weitermachen. Abgrasen. Aufräumen. Großer Lederbeutel, Dunkelpilz. Was haben wir denn hier? Butlerfleisch. Los. Manchmal tut's, manchmal tut's nicht. So, dann gehen wir mal hier so quer rüber. Alles ab hier. Essenz der Heilung. Na siehst du, alles gut. Knochen. Knochen. Ah, da lassen sich lustige Figuren draus schnitzen. So, weiter geht's. Extrakt der Heilung. Essenz. Nochmal Extrakt. Ehrlich, das hier geschafft habe ich dich nie gedacht. So, den haben wir ja schon. Und dem haben wir ja den vierten Ohne den Fokusstein. richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich hasse das mit dem Schlüssel. Ohne den richtigen Schlüssel. Ring der Priester. Nochmal ein Ring der Priester. Aha. Ist das wahrscheinlich wieder so ein Kastenring, ne? So, Feuerball. Eisblock? Oh, danke. Die vorher noch brauchen können. Aber ich wusste gar nicht, dass der Schamane nicht so. Ja, der ist nur gut in seiner Magie und in seiner Reaktion nicht so. Tja, das wird's wohl gewesen sein. Und diese blöde Nicht zu plündern. Schlüssel hierfür habe ich nicht. Schwarze Perle, okay. Gibt's denn hier noch was um den Särgen rum, außer Knochen. Du sollst im Sarg sein und nicht außerhalb liegen. Ja, okay, dann speichere ich mal wieder. Ja, machen wir mal Licht hier und gucken, ob wir ein bisschen was ins Dunkel bringen können. Oh, Mann. Ach ja, richtig, da war was mit Ringen. Where do I have the rings? Wo sind hier die Sachen? Ja, da sind sie. Also, hier ist der Ring der Geschwindigkeit. So, den habe ich mal Unbesiegbarkeit. Dann irgendwie noch was mit einer Kaste. Ring der Mächtige, Ring der Ring der Bergewandte, Ring der Priester. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Nicht aus dem Kästchen, sondern aus einer Kaste. Also ein Ring der Priester. Dann Ring der Heiler. Ist auch aus einer Kaste. Und noch irgendwie was? Nee. Dann kommt kein. Also da sind das Unterschiedliche, die ich zusammensetzen müsste. Folglicherweise. Wo ist denn jetzt wieder mein. Ach so. Los, komm.
Ja. Das ist echt. So. Hat wohl nicht geklappt. Gucken wir noch mal, ob es hier irgendwo einen Eingang gibt, weil es hier alles so dunkel ist. Oder irgendwie. Ich muss ja noch einen Sockel finden für den Fokus, ne? Damit ich wieder in das Tal der Erbauer nach Jakinda komme. Also jedenfalls da. Wenn das Jakinda ist. Okay, dann haben wir das jetzt hier bis hierhin hingeschafft. Gibt es noch was zu holen? War hier noch was? Ach ja, ein Pilzchen. Ein Butlerfleischchen. So, kann das sein, dass auf den Stufen noch was liegt? Möglicherweise. Einen Sockel. Nein, ich glaube nicht, dass hier ein Sockel in der Nähe ist. Da halte ich nichts von. So, hier nochmal in Ruhe alles absuchen. Nö. Ja, ist mir her hier. Mal auf der anderen Seite. Oh, oh. Auch nichts. Okay. Dann, oh, hier ist noch ein Dings, ein Kreuz. Kruzifix. Was? Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. So was bekloppt ist jetzt aber auch okay. Ziehen wir mal wieder hier. Geht mal auf und hack mal hier mit der Fackel auf das Kreuz. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, ein Maler-Elixier. Ein Goblin-Skelett erschaffen. Zum Ablenken von irgendwelchen bösen Viechertjes. Das nervt ein bisschen. Upp, Waldbeere, hier gibt es viel zu holen. Dunkelpilzchen, Waldbeere. Wenn mich nicht alles täuscht, war es der vierte. Oder der dritte? Moment mal, Fokustein 2, Fokus. Weiß es nicht. Ich habe nicht mehr so die Ahnung. Aber das werde ich ja im Schnitt sehen und im Titel werde ich das wieder so benennen, wie ich das bei den anderen gemacht habe. Und jo, dann weiß jeder Bescheid, ne? Ich kann auch wenigstens sehen, dass hier Unkraut wächst. wir haben ja da hinten ein Kreuz gehabt. Mal gucken. Auf der Karte gucken, das ist ja... Ach, das war das! Okay, Moment, müssen wir nochmal genau gucken. Okay, wenn ich jetzt da den Kreis ziehe, da hinten ist was Blaues, ein Portal hinter mir. Ja, ich glaube, nee, nicht hier, wir gehen hier rum. Besser ist das. Ich weiß, da gibt es noch ganz viele, 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 viele böse Geschichten. Also viele böse Monster, giftige Monster, Dunkelpilze. Die nicht giftig sind. Und ein paar Tränke. Also ist gut. Ach, das, also es sieht aus wie ein Sumpf. Es hört sich an wie ein Sumpf. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo Wasser. Ja, ich glaube, Wasser habe ich gesehen, ja. Blöd, dass es jetzt hier Nacht ist. Ich könnte jetzt sagen, was weiß ich, Set Time. Aber das sowas mache ich nicht, will ich auch nicht. Denn da könnt's den Spielstand zerreißen. Den Spielstand könntest zerreißen. So. Aber mal. Wilde Giftwespe. Großgiftfliege. Aha. Gucken wir mal weiter. Sumpfgasdrohne. So, wenn ich dich jetzt wieder aufhebe, bin ich garantiert wieder langsamer. Siehst du, bin ich das. Warum man jetzt sowas hier? Ja, ich weiß. Ah, Mampfi, Mampfi machen. Und da ist mal wieder. Ach, hier habe ich noch. Nicht zu holen. Und Wespe, hier ist ja meine Fackel. Ich weiß nicht, soll ich sie mitnehmen? Will doch wissen, was hier noch ist. Große Gefliege. Groß. Welche Größe hast du denn? Mhm. Okay. Ja, da ist noch eine. Okay. Wilde Giftwespe.
Wo bist du jetzt? Hier war da noch jemand. Da. Gucken. Und eine Sumpfgastrone. Ja, ich hätte mich ein bisschen hier im Bogen besser üben sollen, aber jetzt hat er es erst. Ah, wieder was abgekriegt. Was ist denn das für ein lustig Gebäude, Leute? Ah, da ist noch wieder was. Immer kriege ich was ab. Treffe ich nicht, die treffe ich nicht. Hm. Na. Nicht zu holen. Nichts zu holen. Gut. Lass mal eine Runde trinken. So. Lässt Falle im Grunde genommen. Oh, hier. Okay. Wieder was eingesteckt. Ja, wieso machst du das nicht mit dem Dings? Mit dem Schwert. Ja, weil mir das nichts bringt mit dem Schwert. Hier habe ich ein bisschen mehr Chancen, dass ich sie außer Distanz treffen. Warum kommt? Ja, jetzt kann ich mit dem Schwert machen. Aber, oder ich bin kaputt. Scheiße. Mist. Wenn ich die dann töte, dann spritzt die nochmal erst richtig rum. Ach, du liebes bisschen. Ja. Mist. Ja, eben meinem Off hier mal so ein bisschen die Umgebung gereinigt, bis auf die beiden, die da hinten an diesem etwas, hallo? Beleuchteten, da kommt sie gleich wieder an. Na, also bis auf die, die jetzt eben rübergekommen sind und ich wieder gefährlichst vergiftet worden bin. So, jetzt aber auch was Blödes. Ach ja, ich hatte übrigens vorhin Dunkelpilze gegessen, habe wieder 5 Mana gekriegt. Und jetzt werden wir mal hier noch ein bisschen was trinken, speichern und dann mal rübergehen, was da so ulkig leuchtet. Ah, diese Dunkelheit. Ja, ich klacker hier laut. Als ist die Wespe so, dass sie über mir schwebt. Ah, jetzt kommt sie wieder auf meine Höhe, ja. Ich weiß. Erstmal großatmig ein bisschen Gift einatmen. Oh. Ach, ein Gobbo. Die Gobbo. Elitekrieger. 5 Gold dabei. Was gibt's hier noch? Extrakt der Heilung. Oh, wieder einen großen Lederbeutel. Ah, ich muss mir das merken, dass ich meine ganzen vielen Lederbeutel nochmal im Off aufmache. Ja, ich gucke auf die Zeit und ich darf mich verabschieden für diese Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben ja wieder einen Fokusstein gefunden, das finde ich gut. Schauen wir mal, was hier ist. Ach, da ist noch einer. Ach, den machen wir noch eben alle, ne? Husch. Und gleich 2. Und zack. Wunderbar. Sturmknecht und Sturmknecht. Da ist lange nichts mehr gehört, gesehen. Sturmknecht. Hast du, Goblinkrieger, auch nur 5 Gold. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ach ja, gibst Bescheid. Was knetert denn da wieder so?